Und du brauchst diese kleinen Stäbchen, diese billigen Plastikstäbchen, um das so umzurühren. Uah! Ja, wenn du froh warst. Wenn du froh, ich krieg Gänsehaut, wenn, du Glück, wenn ich dran denke. Wenn du Glück hattest, gab es diese Stäbchen. Die waren ja meistens immer Ding. Ja. Die wurden ja zweckentfremdet für andere Sachen. Diese dirty, dunkelbraunen Kaffeebecher mit dem heißen diese Kakao. Du stehst auf dem Schulhof, minus 6 Grad, Kippe im Mund. Ja, und dieser Kakao. Sehr geehrte Damen und Herren, treten Sie näher und werden Sie Zeuge der super attraktiven Show des Zirkus Don Carli. Wir haben viele verschiedene Tiere für Sie am Start. Ziegen, Möwen, Tiger, Löwen, alles. Akrobaten, Artisten, die auf Messerschmiede, Schmeide, Schmerz, Schmirmel tanzen für Sie. Scheide. Scheide. Oha, du hast Scheide gesagt. Gleich gecancelt. Herzlich willkommen bei diesem großen Zirkus. Weiter von Lanky Talks. Wieder ein anderer Supermarkt, wieder ein anderer Parkplatz, wo wir unser Zelt aufgeschlagen haben und für Sie wieder über eine Stunde oder auch vielleicht unter einer Stunde eine wundervolle, atemberaubende Show liefern werden. Mein Name ist Toaster, mir gegenüber sitzt Blaze the Dawn, der auch besser bekannt ist als der Podcaster aus Leidenschaft, und ich bin hier der Seiltänzer am Rabbit Hole. Blaze, ich erlöse dich, was geht? Brutal am Hin- und Herrudern. Bruder, Mutter. Was geht, Leute? Das ist Lanky Talks, Folge 95. Ihr habt eingeschaltet. Es ist Montagmorgen. Wir freuen uns super, super arg, dass wir wieder zusammen ein bisschen quatschen können. Jo, auf jeden Fall. Ja, also bei euch ist Montagmorgen. Hoffentlich. Bei uns ist ist ein bisschen trübe aussehender Samstag, bei uns zumindest hier in St. Leonroth. Aber bei manchen auch Sonntag auf Montagnacht. Bei manchen ist Sonntag auf Montagnacht. Lanky Talks Ultras, Shoutout an alle, die gerne Tomaten werfen. Blaze, wir haben eine Menge auf dem Zettel heute, Mann. Ich würde gerne gleich reingehen, direkt. Was geht ab? Wie ist es eigentlich, wenn man dann so jahrelang kontinuierlich Tomaten wirft, wird man dann auch so beim Ziehen selber zur so? Tomate? Nee, so läuft, also trifft man dann gleich mit der ersten Tomate mit der Zeit, oder? Ach so, garantiert man. Ja, hat man dann auch so ein Gespür, wenn der so jetzt sich bewegt auf der Bühne? So. Der Dings, der hat dann so Tomaten dabei und ab und nimmt so eine Tomate, aber da ist dann eine dabei, ah, die legt da weg, weißt, weil die ist mit der, die stimmt dann irgendwas matschig, nicht. Die ist extra matschig. Ja, die fliegt nicht so geil, weißt. Das merkt er schon am Ding, ja, am nice. Feeling. So wie die Steine, wo man am Ufer sammelt, wo man dann denkt, die sliden nicht so krass übers ja, Wasser. Ja, genau. Die manche so Tomaten sein, sind Fetts, ja. Nice, die schmeißt er dann weg. Nice. Der hat bestimmt auch schon so ein Ding, oder? So Gemüsehändler seines Vertrauens, wo ihm dann die richtig guten gibt. Die guten, das ist jetzt die Frage für Tomatenwerfen, was ist besser, diese beschissenen, wässrigen Tomaten, weißt du, die wir alle hassen, die voll sind mit Wasser einfach, oder die richtig fleischigen? Also es kommt drauf an, was das Ziel, wenn man demjenigen wehtun will, dann wahrscheinlich die festen, so, die Fleischtomaten, aber wenn man halt schon so sich ekelt vor dem auf der Bühne, dann schon diese matschigen ein bisschen, weißt du? Nee, ich glaube einfach nur Krawall machen, dann schon matschig. Ja, vielleicht können sich ja ein paar Leute dazu äußern. So. Schreibt in die Kommentare. Jo, Toaster, was geht ab? Wo finde ich dich heute? Was machst du und wie geht es dir? Ey, ich sitze hier in meinem Kämmerchen und mache Podcast. Was geht bei dir? Wo finde ich dich? Du bist auch im Kämmerchen, wie ich sehe. Ich hänge ab seit vier, nee, oder wie ging das? Bushido und Flair. Boah. Ich ruf dich dreimal an, du gehst nicht einmal ran. Irgendwas, ja. Nee, ich bin in meinem Domizil. Ich befinde mich hier gerade im Westflügel. Ja, mir geht's gut. Ich bin heute Morgen kurz im Garten gewesen. Beim Vorbeigehen kurz im Pool die Delfine gestreichelt. Ein paar Sardinen und so reingeschmissen. Und jetzt bin ich im Westflügel. Warte, bis die Haushälterin das Essen fertig macht, dass ich dann so gegen 13 Uhr Mittagessen dinieren kann dann. Top. Mit dem Kaiser von China.
Wann war der letzte Kaiser von China? Vielleicht könntest du die Leute mal in die Kommentare schreiben. Ich weiß nicht ganz genau. Was soll ich machen, Bro? Ich habe hier einen Kaffee in der Hand. Es ist Samstagmorgen. Es ist Samstagabend. Ich habe Hass im Magen. Von wem ist die Line? Gäste-Line-Toaster. Boah. Es war ein Track, den er gemacht hat. Da war er noch nicht Fame. Und nachdem er dann Fame war, hat er dann eine neue Version von dem Song gemacht. Samra. Nein. Keine Ahnung. Er hatte den größten Deutschrap-Hit und war dann irgendwie weg. Den größten Deutschrap-Hit der letzten 10 Jahre. Kapital? Nein. Sein Apache? Vorname ist eine amerikanische Stadt. Es ist nicht Florida, Rolf. Es ist auch nicht Flo Rida. Es ist ein deutscher Rapper. Sein Vorname ist eine amerikanische Stadt, sein zweiter Name ist ein bürgerlicher Name. Ich habe das Gefühl, ich müsste es wissen. Und, er war Mitglied einer Gang, einer musikalischen Gang. New Jersey Jens? Überleg doch mal logisch, wie viele Rapper gibt es mit einer US-Stadt als im Künstlernamen? Ich stehe asozial auf dem Schlauch, glaube ich. Deutschrapper. Ich weiß es nicht. Eine weitere Line von ihm ist zum Beispiel Stabilität, so wie Gerard Piquet. Kommt aus dem Osten. Die, also er kommt aus Dortmund oder so, aber sein Label und seine Gang, die kamen ach aus dem Osten. Ach so, Miami Yassin. Na, natürlich, wer sonst? Ah, krass, okay. Hat jetzt aber ein bisschen zu lang gedauert. Oh, es ist mir unangenehm, wie lange das gedauert hat, Leute. Ich schneide die Hälfte davon raus. Also wenn ihr das hört, das war eigentlich doppelt so lang. Eieieiei. Ja, jetzt bin ich komplett raus, Mann. Können wir kurz über irgendwas Lockeres reden, Blaze, bevor wir richtig einsteigen? Ich habe gleich zu Anfang was Einfaches. Was hältst du von Atomphysik? Was Lockeres zum Einstieg? Was hältst du von vor allen Dingen? Findest du gut, findest du schlecht? Ja. Blaze, Black Friday. Alle reden über Black Friday und diese ganze Scheiße. Klär uns auf, was geht? Black Friday. Bist du auch im Hype? Also Hype würde ich es nicht mehr betiteln. Es ist nicht mehr so wie früher, ne? Ja, ich habe noch Hoffnung, ne? Also ich habe in der Vergangenheit, jetzt die letzten 2 Jahre war ein bisschen mager. Hast du auch gesagt, scheiß drauf und so? Mhm. Ja, was heißt nicht scheiß drauf? Es war jetzt nichts, was mich aus dem Hocker gerissen hat und was ich jetzt nicht irgendwann anders im Christmas Sale, im Singles Day Sale, im End of Summer Sale... Es gibt da ja mittlerweile auch, jeden Tag ein Special Sale. Ja, also wo ich da jetzt nicht auch irgendwie kriegen würde zu den Preisen, ne? Ich glaube, mein letzter krasser Deal war, ich will jetzt die Marke nicht nennen, war eine Winterjacke, wo es dann 50%, also die wollte ich unbedingt haben. Ich war auch schon irgendwie schon mit dem Gedanken gespielt, ich gehe jetzt morgen übermorgen hin und da war halt zufällig Black Friday, dann habe ich gesagt, ne, gibt es 50%, dann habe ich halt 100 für 50% weniger gekriegt. Das war so mein letzter Deal, ein guter Deal. Das ist jetzt schon 3-4 Jahre her, ne? Ja. Du weißt Bescheid, ich gehe ja auf eine Kaffeemaschine. Leute, drückt mir die Daumen. Genau. Wenn ihr so im Geschäft so eine alte, ausgemusterte habt, die wo so in diesen braunen Plastikbechern, der Toaster hat Interesse. Aber die muss innen drin schon so ein bisschen... Die muss schon ihren eigenen Smell und eigenen genau. Aromanoten mitnehmen. Ihren eigenen Swag halt. wie feierst du so Ding? Kaffeeautomaten in so großen Betrieben? Ich hätte gern so einen, wo der Becher so runterdroppt. Weißt du, was ich meine? Ja, kennst du die noch, diese in Krankenhäusern und so? Zigeunersuppe. Diese mit diesen braunen Bechern? Ey, Shoutout an die Johann-Philipp-Bronner-Schule in Wiesloch. Meine Berufsschule, also ich war. Warum fliegen bei dir Ballons? Was ist denn das hier? Fliegen Ballons? Wo fliegen Ballons? Das ist ein Ballon. Was ist denn das hier? Wo? Das hier? Hast du da einen Effekt oder sowas? Nein. Da sind gerade so Ballons abgehoben. Warte so mal. Bei dir im Bild. Guck mal.
Nee, ich habe keine Ahnung, was das war. Shoutout. Wir machen hier über TikTok übrigens, gleich kriege ich so Elefantenrüssel und so. ich mag diese Maschinen. In der Johann-Philipp-Bronner-Schule hatten sie so einen, glaube ich. Da droppt so dieser Becher so runter. Ja, natürlich, die meine ich doch. Diese braunen Becher sind das. Super, diese dunkelbraunen Becher. Super geil. Mit diesem Dirty Kakao und so. Ah, es sieht dirty, der Kakao. Draußen minus und 6 Grad. Du brauchst diese kleinen Stäbchen, diese billigen Plastikstäbchen, um das so umzurühren. Ja, wenn du froh warst. Wenn du froh, ich krieg Gänsehaut, wenn ich dran denke. Wenn du Glück hattest, gab es diese Stäbchen. Die waren ja meistens immer Ding. Ja. Die wurden ja zweckentfremdet für andere Sachen. Diese dirty, dunkelbraunen Kaffeebecher mit dem heißen diese Kakao. Du stehst auf dem Schulhof, minus 6 Grad, Kippe im Mund. Ja, dieser Kakao. Leute, brutal. Ey, genauso wie der Blaze gerade gesagt hat, minus 6 Grad, Kippe und Kakao ist die Gang. So, kommst du raus, Schulhof, halbe Schulhofgammel, Schachtel schon, erste Pause, große Pause schon, Schachtel fast leer, weißt du? Ich schwör dir, und wer diesen Lifestyle gelebt hat, wir erkennen uns auch auf der Straße, ohne ein Wort zu sagen, weißt du, wie so LKW-Fahrer, wir grüßen uns dann auch, wir haben uns noch nie gesehen, aber wir wissen, der ist durch das gleiche, durch die gleiche Scheiße gegangen. Aber Ding war auch geil. Boah. Also, was sind deine Top 3 Dead or Alive Dirty Coffee Automat Drinks? Boah, ey, bei uns gab es eine richtig dreckige, aber die war nice, die war geil. Gab's wirklich so eine Suppe? Mhm. Gab's die Hühnersuppe? Ich weiß nicht mehr was. Das war richtig, das war so asozial räudig. Die ist auf jeden Fall am Start. Dann natürlich plain Kaffee ohne alles. Okay. Einfach der schlechteste Kaffee, also der schlechtestmögliche Kaffee, den eine Maschine dir bieten kann, kommt da raus. Und ich weiß nicht mal, ob das rein technisch überhaupt noch Kaffee ist. Keine Ahnung. Ja, ich wollte gerade sagen, das muss auf jeden Fall, also wenn wir das irgendwo ins Labor einsenden würden, würden wir wahrscheinlich nicht so ganz überrascht sein, wenn dann Ergebnis rauskommt, dass da gar kein Kaffee drin ist. Es muss ja irgendwie, Kaffee muss ja auch dann irgendwie Bohnen geröstet und dann gebrüht und so, weißt du, es müssen ja technisch bestimmte Voraussetzungen und ja, das ist safe ja nicht. Pulver wahrscheinlich dann, oder? Ja, garantiert. Weißt du, was der Kakao ist? Weißt du, was das ist? Das sind die, wie nennt das, wenn du jetzt deinen Siebträger auslässt? Dieses Kaffeesatz. Der Kaffeesatz ist das. Das wird gesammelt in allen deutschen Cafés und wird dann an diesen Automatenhersteller geliefert. Und da wird halt nochmal durchgejagt, ne? Schnell, ein bisschen heißes Wasser. Nee, aber ich muss also kurz ich war halt kein Kaffee, also ich bin sehr spät auf den Kaffee-Genuss-Geschmack gekommen. Ich war zu der Schulzeit gar kein Kaffeetrinker, deswegen sind meine Top 3 Dead or Alive auf jeden Fall der Kakao. Boah. Die Suppe, also entweder war es eine Gemüse- oder eine Hühnersuppe meistens. Ich glaube, es war eine Gemüsesuppe eher. Ja, aber ich kenne auch Dinge, aber das ist auch nice, wenn man so als Schüler jetzt nicht so gerade, hat man ja auch nicht so immer Geld gehabt, ne, mit 14, 15 so. Und so eine geile, heiße Hühnersuppe für 20, 30 Cent. Nice. Und ein geiles Brötchen vom Schulbäcker für 20 Cent. Trockenes Brötchen. Und dann hat man das so reingeflockt und dann hat man das so getrunken. Das war übelste Lunch. Und natürlich, was halt auch noch krass ist, ist der Ding. Der Zitronentee. Der OG. Der OG-Zitronentee. Wo er natürlich aus diesen Körnern da bestand, wo der war auch richtig krass. Aber ich war dann auf irgendeiner Berufsschule, die Möglichkeit zwischen warm oder kalt. Weißt du, was ich meine? Im Sommer war dieser Zitronentee kalt. Es war übel. Der ist brutal. Brutal, brutaler Eistee, so ein Ding. Hab ich gedacht, kurz, du liegst Bahamas auf der Liege mit Ding. Hat nur noch dieser kleine. So ein Sonnenschirmchen. Sonnenschirmchen gefällt in diesem Dirty Becher. Ich schwöre, wenn ich jetzt so einen Kakao haben könnte, ich würde ihn brutal feiern. Einfach nur es gibt schon gute. Diese dick, ein bisschen so leicht dickflüssigen, die sind nice. Ja, na klar, aber das kannst du ja da nicht erwarten. Ja, also 50% natürlich. Also ich glaube, die sparen da jetzt auch mittlerweile am Kakao. Es wird ja an allem gespart. Aber also man hat schon ab und zu mal einen geilen Automat erwischt, wo es einen geilen Kakao gibt. Also Johann Philipp Bronner ist auf jeden Fall ein ziemlich räudiger Automat, wenn der noch steht. Dings. Ich weiß jetzt nicht mehr, Johann Philipp Bronner ist ja Wiesloch, gell? Ja. Ja, da war ich auch, aber dann war ich auch auf der Berufsschule in Heidelberg und ich glaube... Wer ist die Springer? Julius Springer, ja, da war ich auch.
Und da war auch nice, glaube ich. Ey, da gab's Ding. Ey, da gab's einen Schulbäcker, der ist dann auch irgendwann verstorben. Rest in peace auf jeden Fall. Es war ein geiler Typ. Das war auch ein Türke. Der hat Tiefkühlpizza genommen, diese Margarita vom Jahr, was ist dann für so Dreierpack, so Viererpack. Genie, Mann. Und hat einfach Sucuk draufgeschnitten. Die rein und so pro Stück, also so ein Viertel hat er verkauft und für 3 oder 2 Euro oder was weiß ich. Und die Leute haben in die Bude eingerannt. Ey, übelst. Du hast so hoffen müssen, dass du noch ein Stück kriegst. Ja, ja. So Dings, früher aus dem Unterricht raus. Mhm. Und da hat ja so ein Dreierpack, hat ja 2 Euro gekostet. Mhm. Und das hat er mit einem Slice wieder drin gehabt. Saugeil. Übelster Ding. Ich gönn ihm. Move. Ja, auf jeden Fall. Ich gönne ihm, geil. Nee, geil, dass er auch was draufgeschnitten hat und nicht einfach nur so. Weißt du, er könnte einfach nur so, aber er hat Sucuk draufgeschnitten. Richtig. Weißt du, was mir dann gemacht? Ja, es gab auch die normale Margarita, es gab aber auch die mit Sucuk. Wir haben dann irgendwie, irgendwann ging es dann so weit, dass wir, also das ist jetzt auch schon verjährt, das kann ich jetzt hier auch sagen, dass ich so 10 Minuten vor Pausenbeginn gesagt habe, ich muss auf Toilette. Ja, ja. Dass ich runtergerannt bin, hat mir dann schon mal meine Pizza gesaved, bevor da die Riesenschlange da war. Übelst. Natürlich. So nice. Ja, geil, geile Exkursion, Blaze. Ich notiere mir auf jeden Fall Kaffeesatz. Das ist ein gutes Thema. Noch einige Themen auf der Liste. Wir haben einige. Lass reingehen, Alter. Blaze, was geht ab mit Thema Nummer 1? Young Thug, was geht ab? Hast du mitgekriegt? Genau. Ja, ich hatte ja auch, das beweist jetzt mal wieder, dass du wieder unseren Podcast nicht hörst. Ne? Wir hatten ja schon über Young Thug und Gunner, das Thema hatten wir ja schon in einer Folge. Dass die inhaftiert sind und wahrscheinlich sehr, sehr lange Haftstrafen erwarten. Gunner jetzt aber raus? Gunner ist raus, kooperiert mit der Staatsanwaltschaft und mit dem Gericht kooperiert. Snitching. Sind die ganz kurz, sind die Labelmates? Sind die auf gleichen Label? Ja. Also auf Young Thugs Label, genau, ne? Ja. Und YSL halt, die Gang, ne? Die wurde jetzt auch vor Gericht steht. Auf jeden Fall ist jetzt ein Urteil erlassen worden, wo zum ersten Mal in der Geschichte der amerikanischen Justiz werden Rap-Lyrics als Beweismittel vor Gericht? Vor Gericht erlaubt, weil bei Gunner war das öfters, also bei Young Thug sowieso, bei Gunner auch, dass sie halt sehr oft in ihren Lyrics über Taten geprahlt haben, ne? I shoot a toaster 9 times and he was dying in the drive-in from McDonald's. Warte ganz kurz, in Ohio, aber nee, warte. Das Urteil ist doch jetzt nicht über Young Thug. Das Urteil ist doch jetzt erstmal, dass sie benutzt werden dürfen. Ja, dürfen benutzt. Also 17, und ich habe jetzt auch gelesen, 17 Texte sind erlaubt. Also 17 Texte wurden freigegeben. Und jetzt die Staatsanwaltschaft wird jetzt auch, oder die anklagende Partei, ich weiß gar nicht wer, einer von denen wird jetzt auch alle 17 einreichen als Beweismittel. Also gibt es irgendwo eine Liste mit den Lyrics? Den Songs, ja, warte. Einen Moment. Und die werden ja nicht die kompletten Song dann irgendwie einreichen, oder doch? Doch, natürlich, dann wird halt Ding. Hier. Rico-Prozess. 17 Songtexte können gegen Young Thug verwendet werden. Laut Gerichtsdokumenten, die dem XXL-Magazin vorliegen, wird der Staatsanwaltschaft ganze 17 Songs und Songtexte von Tugga und Young Stoner Life, ist das Label von denen. YSL, halt die ausgeschrieben YSL, Young Stoner Life, bei dem nächsten Gerichtstermin als Beweis einreichen. Darunter sind laut XXL unter anderem Zeilen aus den Young Thug Songs 730, TikTok, Slime Shit. Oh, Slime Shit ist krasser Song und da wird nur Gang verherrlicht. Laut Billboard folgt die Entscheidung einen Tag nach einer hitzigen Debatte zwischen der Staatsanwaltschaft und den Anwälten von Young Stoner Life. Young Thugs Anwalt Brian Steele hat sich strikt gegen die Nutzung der Texte ausgesprochen. Oh, ey, ich lese hier gerade Dings. Die Sache ist, keine Ahnung. Ich meine, ja, natürlich, also ich sehe hier gerade got a pistol on my hip, you praying that you live, I'm praying that I hit und so, weißt. Aber ja, okay, kein Plan. Für was, bitte? Einer der wenigen Young Stoner Life Rapper, der sich schon auf freiem Fuß befindet, ist Gunner, der Fuck You Mean Rapper. So heißt sein berühmtes Song. Ja, genau. Ist dank eines Deals aus dem Gefängnis freigekommen, ist seitdem aber Snitch-Gerüchten ausgesetzt. Young Thugs Vater widerspricht diesen jedoch.
Das ist krass, muss ich mal was wieder. Genau, der Vater ist da irgendwie, das habe ich auch gelesen, der Vater ist da irgendwie involviert, wahrscheinlich managementtechnisch oder so, dass die Kohle in der Familie bleibt. Machen sie ja gerne. Also ich denke mal, die Schlinge war ja schon so eng um den Hals. Und da am Ende des Tages wurde halt wahrscheinlich ein Deal gemacht. Bei Gunnar jetzt. Allgemein, also die mussten ja dann entscheiden. Einer muss ja den Arsch hinhalten, auf gut Deutsch. Genau, gesagt, ja, natürlich. Also einer muss ja den Kopf hinhalten, so. Und ich denke mal, das ist Young Tag. Also ich denke, die haben also auch die Verteidigung und auch das Management und das ganze Label, die sind ja auch keine dummen Leute. Also die haben ja auch bestimmt gute Anwälte am Start. Und dann haben sie halt geguckt, bei wem ist die Beweislast richtig krass, erdrückend so. Und dann sind sie wahrscheinlich auf Young Tag. Und dann haben sie gesagt, hey, dann gucken wir, dass halt Gunnar wenigstens einen Deal macht, dass man da wenigstens so ein bisschen was verdient. Und wegen was ist der jetzt angeklagt? Kriminelle Banden, also so Bandengründe und auch viele Morde werden denen angehängt und so. Organisiertes Verbrechen, Mann. So. Okay. Aber, okay. 182 Instances participating in gang activity and criminal conspiracies. Aber jetzt mal ganz ehrlich, was... Ich glaube, keine Ahnung, Young Thug macht doch Mucke, weißt du, was ich meine? Was soll denn der? Die haben trotzdem noch, also die waren noch. Das ist halt das Stupid Rich Shit, Mann. Also, du. Weißt du, was ich meine? Die kriegen zwar ihre Bricks, die kriegen da ihre Milles, aber die kommen trotzdem halt nicht aus der Hood raus, Mann. Wenn du 20 Jahre in der Hood warst, dann ist egal wie. Dann fährst du halt nicht mehr mit dem Fahrrad, sondern mit dem Lambo durch die Hood und machst noch dein Business, Mann. Das ist halt irgendwie. Ist halt schlechte. Wie nennt man das? Schlechte Eingliederung ins Rich Life. Schlecht integriert. Ist schlecht integriert. Das ist halt so. Das ist, so Integration gehören zwei Blaze. Guck mal, du hörst doch auch voll aufs Ding. Also, guck mal, die obere White People, Millions People, die akzeptieren die doch trotzdem nicht, Mann. Egal wie rich die sind. Ja, ist die doch scheißegal, ob ich. Ey, Blaze, wenn ich Young Thug Money hab, dann ist mir scheißegal, ob du mich akzeptierst. Ja, aber trotzdem hängst du mit deinem Gleichen rum, weißt? Also, wenn du da trotzdem mit dem Freundeskreis rumhängst, wo halt jahrelang schon Drogen dealt, dann wirst du halt da auch egal wie rich du bist, trotzdem noch halt da mit involviert sein oder Sachen mitbekommen oder sonst irgendwas. Blaze, wenn ich reich bin, okay, andersrum, wenn du reich bist, ja? Mhm. Warum soll ich dann Drogen dealen? Wenn ich reich bin, heißt ja nicht, dass ich dir jetzt, okay, jetzt in unserem Fall ist ein schlechtes Beispiel, aber ich denke schon, dass der nicht da irgendwie am Balkon stand und die Bündels runtergeworfen hat zu seinen Homies. Nee, aber ich denke halt irgendwie, keine Ahnung, wenn ich Young Thug Rich bin und ich hab irgendwie Kumpels, die mir irgendwie wichtig sind, weißt du, was ich meine? Mhm. Dann ist es mir doch auch wichtig, dass die vielleicht sich nicht irgendwelchen Sachen aussetzen und dann endet es darin, dass sie, weißt du, dass sie am Schluss im Knast sind oder so. Aber bei den meisten ist es ja, also, erstens brauchen sie Material, worüber sie weiterhin rappen. Es ist ja auch, ja, natürlich, es ist ja dieses Tony Montana Phänomen, weißt du, also die kommen ja aus der untersten Schicht, schaffen es ganz nach oben, sind irgendwann rich, aber wenn du halt dann irgendwann, du machst halt trotzdem dein Business, weil du deinen Ruf, deine Legacy und diese Macht, allein diese Macht, wo du dann hast über die Leute, über die Stadt und so, mit den krummen Dingern, das wollen die halt beibehalten. Das finden halt viele viel geiler, meistens wie in irgendeinem MTV-Magazin oder in irgendeinem Cover zu sehen zu sein, ne? Also wenn die jetzt nach Atlanta, wenn du nach Atlanta reinkommst und sagst, und irgendjemand erzählt dir, ey, diese Stadt wird von Young Thug regiert, und dann sagst du, oh, Ding, dann diese Filme schiebst, dann ist das für Young Thug halt viel geiler, wie wenn der jetzt irgendwo mit Taylor Swift irgendwo auf einem Cover zu sehen ist. Weißt du, was ich meine? Ey, dann muss das aber auch nehmen. Weißt du, was ich meine? Was denn? Das Urteil? Ja, natürlich, der nimmt das doch auch hin, Mann. Denkst du, der heult da jetzt vor Gericht oder so, der bleibt doch voll keine cool. Keine Ahnung, also Gunnar nimmt es ja nicht offensichtlich. Weißt du, also für Gunnar ist das nicht so selbstverständlich. Ja, also wir stecken da jetzt nicht ganz drin, aber ich denke halt, so wie ich es halt vorhin erzählt habe, dass irgendwie, dass die da schon geguckt haben, wer steckt am tiefsten in der Scheiße drin, der muss halt dann ersticken in der Scheiße und der, wo halt nur bis zu den Knöchel drin ist, das war wahrscheinlich Gunner, den ziehen sie dann raus und versuchen dann über ihn noch ein bisschen
als Label und als Plattenfirma Geld zu machen. Ich finde es halt Weil irgendwie. Er ist ja noch Ding, also er hat ja auch neu released. Und er läuft halt immer noch über YSL und er repräsentiert immer noch YSL und so. Was ich halt irgendwie ein bisschen ironisch finde, ist, dass sowas so, also dass jetzt, hey, wir nehmen jetzt die Lyrics und das ist, wobei ich mich auch frage, für was? Also weißt du, was ich meine? Also für was soll das irgendwie ein Beweis sein? Also da müssen sie ja, müsstest ja, damit so Lyrics Beweis sind, müsste ja schon explizit sein eigentlich. Ja, also ich denke schon, die Lyrics sind schon so ausführlich, dass da wirklich, wenn jetzt, was weiß ich, jetzt Blaze the Dawn angeschossen wurde, das halt 3 Wochen später in dem Text heißt, we shoot that guy named Blaze the Dawn und so. Also ich denke schon, dass... Also gibt es solche Lyrics? Ja, bestimmt. 100%. Ja, okay, pass auf, wenn es solche Lyrics gibt, dann safe. Also was heißt safe? Dann ist es eine andere Nummer. Aber ich habe halt gerade gedacht, ey, das ist doch alles so generic und das könnte, weißt du, was ich meine? Das könnte ja alles sein. Also das ist ja Fantasy-Shit. Aber ich finde es irgendwie, ironisch, dass wir sind jetzt, ich würde einfach mal, ich glaube, der Take ist gar nicht so hot. Mein Take ist, wir sind jetzt gerade in der Ära von Rap, in der Lyrics waren noch nie so unwichtig wie heute. Mhm. Gehst du vielleicht mit? Ja. So, also inhaltlich. Ja, aber wir gehen halt davon aus, dass dieses ganze gemumbelte Scheiß, aber wenn man sich halt mal wirklich hinsetzt und guckt, was labert, was mumbelt denn der eigentlich da, dann denke ich schon, dass da halt ein bisschen was... Ich will auf Folgendes hinaus. Ja, ich weiß, Lyrics waren noch nie so unwichtig wie heutzutage. So, das heißt, also den Leuten ist es egal, was da jemand sagt. Du merkst, der Kokainer bei uns in Deutschland von Dings, Miami Yassin, läuft ganz normal einfach im Radio, weißt du? Weil es egal ist, weil es eine schöne Melodie und so, liest das. Mhm. Und die Künstler adaptieren sich ja auch an diese Umstände. Weißt du, du siehst ja auch, dass es Songs gibt, in jedem Song geht es um das Gleiche, immer wieder und so. Mhm. Drake rappt seit 15 Jahren genau das Gleiche und es ist völlig egal. Also die Leute feiern es, weil es einfach Dings, immer wieder neue Gewänder sind und so. Und behandelt es so, als würde er jetzt neue Sachen erzählen. Und genau in so ein State kommt jetzt irgendein Richter und liest Lyrics. Ist halt Katastrophe. Finde ich gar nicht mal so abwiegend. Also ich finde es nicht... Ja, natürlich also, ist jeder, ja, natürlich, ist jeder halt ist so dafür verantwortlich, was er in die Welt daraus gibt. Ja, ich bin zwiegespalten. Ne? Ja, also, ich bin natürlich auch. Natürlich, man könnte da sich... Also es gibt ja auch viele Rapper, die labern irgendeinen Schuss, wo sie sich bei den Haaren herbeiziehen. So. Und wenn das halt irgendwie dann irgendwie dafür sorgt, dass jemand lebenslänglich oder längere Jahre in den Knast kommt, ist halt scheiße. Aber... Ich denke halt, dass es auch vom IQ her bei den vielen New School Rappern halt nicht reicht und die einfach darüber labern. Also ich denke schon, dass das so... So wie Dings, wie hieß der weiße Typ? Slim Jesus? Ja, ist ja rausgekommen, dass das Ding geghostwritet war und so alles. Slim Jesus ist geghostwritet. Das ist geghostwritet. Yeah, das ist doch völlig random. Das kann doch jeder machen. Ist Ding. Also der war ja auch gar nicht gang-related. Die haben halt aber der hat doch über so Zeug gerappt. Ja, aber das ist halt auch dieser Schockeffekt, weißt du, dass ein White Dude, der wohl aussieht wie Eminem mit 12, dann neben den ganzen Gang-Dudes mit AKs und so, das war ja alles so gecastet, das Zeug. Das ist aber dann irgendwann später raus. Deswegen hat der auch nur diesen einen Hit. Ja, aber der Song ist geil, ich finde den Song geil. Guck mal ganz kurz. YNW Melly, sagt dir das was? Ja. YNW Melly, das glaube ich auch schon mal drüber. Genau, das ist ja das Krasse, da ist jetzt auch ein Urteil da und so. Und zwar folgendes ganz kurz mal zusammengefasst: YNW Melly wurde wegen Doppelmord angeklagt. Doppelmord, das heißt, ein Kumpel, die waren zu viert in einem Auto, okay. YNW Melly wurde dann abgelassen und der andere, der wo den Wagen gefahren ist, ist mit den zwei Leichen oder angeschossenen Typen ins Krankenhaus gefahren und hat gemeint, es ist ein Drive-By passiert. Die waren nur zu dritt im Auto. Ein Drive-By ist passiert, seine Homies wurden angeschossen und liegen auf der Rückbank angeschossen. Die Typen sind dann gestorben auf der Rückbank und durch Sicherheitskameras ist halt rausgekommen, dass Melly halt noch vor 5 Minuten oder so noch in diesem Wagen drin saß. Und es wurde auch bewiesen, dass die Schüsse von drinnen gekommen sein müssen und es kein Drive-By. In dem Auto. Die Todesschüsse sind von innen gefallen. Also die Beweislast war erdrückend. Melly hat auch behauptet, er war nie dabei und so. Sein Handy wurde dann auch irgendwie in der Pampa draußen, wo halt kein Menschenseele ist, geortet.
kurz vor dem Vorfall und so, also die Beweislast war so erdrückend. Es gibt sogar einen Song, wo Melly ausführlich genau. Und später war das nicht so, dass später, als dann rauskam, wie es gewesen sein muss, dass man gemerkt hat, dass es erschreckend über den Song passt, inhaltlich. Genau, der Mörder, oh man meint, der erzählt ja auch so, dass er sein bester, und der, wo gestorben ist, ist sein bester Homie. Ja. Und er erzählt, in dem Song geht es halt darum, dass er seinen besten Homie abknallt. Und irgendwie ist auch dann rausgekommen, dass also die waren zu viert irgendwie ein Label, die haben das auch zusammen, und dass Melly dann irgendwie die Rechte von dem kompletten Label irgendwie verkaufen wollte und die anderen zwei halt, die wo auf der Rückbank gestorben sind, die waren halt dagegen. Und dass die sich halt auch voll gestritten haben und dass die auch Melly in dem Streit 2-3 gelangt haben, wo es dann darum ging, ey, sollen wir die Rechte abdrücken für ein paar Millionen an einem Major-Label oder nicht. Und die Beweislast war erdrückend, aber jetzt darfst du raten, was mit Melly passiert ist. Ich guck gerade. Melly wurde freigesprochen. Und zwar waren sich die Geschworenen uneinig. Das ist auch noch ein geiles Ding, wo wir gleich noch mit Young Thug drüber reden müssen. Ja, mach weiter, sorry. In Amerika ist es ja so, wenn die Mehrheit der Geschworenen nicht für schuldig plädiert. Nee, einstimmig. Einstimmig, ja genau. Oder ist die müssen, es nicht Ding? Ich glaube, die müssen Mehrheit? Einstimmig. Nee, ich glaube, die müssen einstimmig. Okay, also soweit ich weiß, ist glaube ich auch Ding. Oder vielleicht ist es auch abhängig darum, was die Strafe ist. Okay. Also wenn es jetzt 10 Leute sind und 6 sagen, der ist schuldig, dann reicht es, glaube ich, schon. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich kenne mich mit dem amerikanischen Gesetzen nicht so ganz aus. Aber auf jeden Fall wurde er jetzt freigesprochen, weil die Geschworenen sich uneinig sind. Ist krass, jetzt ist er auf freiem Fuß. Und ja. Obwohl die Beweis, also ich habe mir auch eine Doku über ihn reingezogen jetzt. Ganz kurz, in seinem Fall hätte es einheitlich sein müssen, weil die Todesstrafe gefordert war. Ah, okay. Ist vielleicht keine schlechte Sache, weißt, dass die sich dass es einstimmig sein muss in so einem Fall. Ich weiß nicht, wie es sonst ist. Aber der Fall Wayne El-Melly ist übel. Und das, was ich aber jetzt sagen wollte, ist, ein großes Problem, was ich sehe bei dieser Young Thug-Sache, wenn das Schule macht. Ich weiß nicht, ist es immer so, dass Geschworenen einheitlich sein müssen? Also einstimmig sein müssen, weil wenn nicht, werden wir folgendes Problem haben. Du wirst dort dann Leute sitzen haben, die nicht das jetzt so differenziert sehen können, vielleicht wie du oder ich, dass sie sagen können, okay, das sind Lyrics, das ist vielleicht ein bisschen überzeichnet, weil ich muss ja auch immer irgendwie einen Charakter zeichnen. Weißt du, was ich meine? Wenn ich sowas mache, ist ja klar, dass da ein bisschen übertrieben wird in so Lyrics dann, so ein Young Thug, dass der ein bisschen vielleicht noch übertreibt oder irgendwie was. Die werden einfach nur sehen, ey, da ist ein Typ und der sagt, ich erschieße jemanden, jetzt ist jemand gestorben, komischer Zufall oder was, schuldig. Weißt du, was ich meine? Und das ist halt die Sache. Da sind Leute, und das ist ja grundsätzlich auch gut, dass bei den Geschworenen Leute ganz normal aus der Masse kommen, weißt du, und du so einen Bevölkerungsquerschnitt kriegst. Aber, ja, ich weiß nicht genau. Ich finde Lyrics zu arg. Ich finde Lyrics zu arg. Was machen wir mit Eminem? Ja, keine Ahnung. Also es kommt, man muss halt selektieren können, Toaster, ne? Also es, wenn man jetzt sagt, Bitch, I'm gonna kill you, und dann stirbt die Bitch halt wirklich 2 Wochen später, ist halt. Ja, wer war's, Blaze? Wer war's? Ja, aber bei denen ist es ja, also wie gesagt, bei denen ist ja wirklich erdrückend, dass so richtig so der Tatvorgang und so beschrieben wird. Deswegen vielleicht muss man ein bisschen selektieren. Ne? Es ist ein schwieriges Thema. Ne? Ja, es ist ein Spektrum, genau. Also wir haben auf der einen Seite haben wir so dann Bitch, I'ma kill you, und auf der anderen Seite haben wir dann vielleicht so YNW Melly. Ja, ey. Ich habe die Waffe da gekauft, hab da die Munition reingemacht, hab ihn da abgeknallt, dann habe ich die Leiche da in diesen Teppich von dieser Marke eingerollt. Sogar den Rap, sogar, dass er zweimal geschossen hat und so, glaube ich, und so Sachen und Dings, dass sein Shirt voller Blut war und so. Ja. Murder on my mind. Ja. Ey, es gibt Leute, die schreiben unter sein Video so Free Melly. Es geht, Bro, das sind doch meistens die Kinder, weißt du, was ich meine? Ja, natürlich. Ey, es gibt Gangster. Free alles. Free alles. Ich fand doch Ding auch früher voll geil. Ich fand doch Tony Montana und so auch geil, ne? Free Tony Montana. Ja. Ey, ich bin gespannt, was bei Young Thug rauskommt. Wir versuchen irgendwie dran zu bleiben, wenn wir das weiter auf dem Schirm behalten. Wir müssen aber weitermachen, Blaze. Es gibt Themen, Alter. Okay, hau raus. Und wir kommen nicht mehr weiter. Hast du, das ist, glaube ich, ein kurzes Thema. Hast du das Andre 3000 Album gehört?
Ich habe das Andre 3000 Album gehört. Ja, das war. Ey Leute, nur das ganz kurz, nur um euch abzuholen. Outkast, ihr kennt sie alle von früher und so. Ich glaube nicht, dass es ist so selbstverständlich ist, dass alle unsere Zuhörer Outkast kennen. Du glaubst nicht, dass es selbstverständlich ist, dass die Leute Wu-Tang Clan kennen oder Elvis Presley oder Madonna? Ja, vielleicht, Madonna. Aber nicht alle. Also Outkast nicht. Also Outkast ist schon big, aber ich denke nicht alle kennen. I'm sorry, Miss Jackson. Ja, oder Ding. Hey ja. Hey ja und so, ja, okay, du hast schon recht. Ne? Song. Ich denke, kann man schon kennen aufgrund aber dieser paar Aber was sagst du dazu, dass ist jetzt das erste Soloalbum von Andre also, 3000? Ich will es ganz kurz noch für die Leute abholen, die Outkast kennen, aber das nicht mit. So, Big Boi hat ja weiter Mucke gemacht, ne? Ja. So, die eine Hälfte. Die andere Hälfte, Andre, die Dings, ich glaube, die Eminem auch droppt in dieser Passage bei seinen Lieblingsrappern. Und Andre, der in der Szene große Wertschätzung erfährt, aufgrund seiner Lyrics und so. Auch producer-mäßig. Oh, das weiß ich gar nicht. Ah, okay. Doch auch komplette Dungeon Family und so hat er mitproduziert mit Ding. Wir haben ihn nie irgendwie groß solo was machen sehen, außer hier und da Features. Ich erinnere mich, dass er auf dem Kader 4 war er drauf. Mhm. Hier und da hat er Gastverses und so. Frank Ocean. Ja. Auf den Frank Ocean Platten ist er drauf und so. Und jetzt. Dann sind immer wieder Dings Videos aufgetaucht, dass Leute ihn gesehen haben. Kennst du diese Videos? Ja, der Ding erzählt doch, Tommy Schmidt, glaube ich, war das, wo das erzählt in einem Podcast, dass, ich weiß nicht, ob er es war oder eine Freundin von ihm, dass sie einfach so ein paar Tage hintereinander einen Typen in Köln im Rewe an der Kasse und dann hat sie sich immer gedacht, ah, das ist doch Andre 3000 und so, das ist doch Andre 3000. Und der war halt ganz normal gekleidet, hat ganz normal bisschen Rhabarbersaft und Kekse und sowas gekauft, also ganz normal Daily Shit. Und dann irgendwann ist rausgekommen, dass der einfach so Freunde hat in Köln und dort immer öfters chillt. Nee, ich meine, so. Der Dings, der war ganz normal in Fußgängerzonen. Ja, und ja, so. Der ist jetzt irgendwie. Und hat Dings und hat Flöte gespielt. Ja. Und jetzt ist das so ein Daumen hoch bei mir. Geil. Ja, ja genau. Und ja, und sein neues Album, also viele, es wurde einfach angekündigt, es wird ein neues Andre 3000 Album geben. Wir haben uns gefreut, Toaster hat mir auch geschrieben, wir haben uns drüber gefreut, haben gedacht, geil, ein Andre 3000 Album. Und jetzt ist das Album gestern rausgekommen und es ist ein reines Flötenalbum. Es ist ein reines Instrumentalalbum, auf dem reines das Album heißt japanische New Flöten. Blue Sun. So ja. Also eine Holzflöte? Ja, so eine japanische Flöte ist das. Das erklärt er auch. Es gibt ein geiles GQ-Interview. Ja, das ist geil im Dings, im Waschsalon. Im Waschsalon, wo er ganz normal sein, also ist jetzt auch nicht gestellt, der geht jetzt nicht für die GQ irgendwie, was, sondern er sagt, er geht immer in den Waschsalon, seine Klamotten. Und das ist halt das Geile an Andre 3000. Also, ich kann es verstehen. Ich feiere das auch. Er sagt halt, er kann halt null mit dieser Medienbranche, mit diesem Berühmtsein-Leben, kann er nichts anfangen. Ihm fuckt das voll krass ab. Irgendwie überall. So diese High Society Lives und so. Er will halt einfach seine Ruhe haben, er will dahin gehen. Der hat gemeint, er fand es halt voll scheiße, dass er nicht mal mit seinen Kindern auf den Spielplatz gehen kann in Ruhe oder irgend sowas halt. Und das hat ihn halt drauf dazu gebracht, dass er einfach sich komplett zurückgezogen hat aus diesem Rampenlicht, sagen wir mal. Und hat einfach sein Life gelebt. Ne? Und ich fand's geil, er erklärt's halt auch. Ich hätte gedacht, dass wenn mal wieder ein Album rauskommt ohne Rap, dass er vielleicht singt oder so, weißt du, was ich meine? Dass er vielleicht sowas macht, aber nee, gar nichts. Also es gibt keinen Rap, ich bin noch nicht ganz durch. hörst du das Album wirklich an oder was? Ja, natürlich. Okay, ich hab mir die ersten drei. Ich fand den ersten Track, der geht irgendwie 11 Minuten, glaube ich, oder so, den fand ich gut. Ja. Den fand ich gut. Wie heißt der erste Song? Der erste Song heißt, Leute, das zieht euch rein, ich lese mal ein bisschen aus der Tracklist vor, das ist nice. Der erste Song heißt, I swear I really wanted to make a rap album, but this is literally the way the wind blew me this time. Ja. Und der Song 2 heißt, the slang word pussy rolls off the tongue with far better ease than the proper word vagina. Do you agree? Das ist einfach der Name vom zweiten Track. Und erzählt er ja auch in dem Interview, dass er eigentlich mit der Absicht, ein Rap-Album zu machen, ins Studio gegangen ist und er einfach es nicht gefühlt hat und einfach Skyler fand, irgendwie die Flöte zu spielen. Und er sagt auch, dass viele Songs sich so anhören, aber es auch so war, dass es sich so anhört, als wenn er gerade so mit dem Instrument experimentieren würde und rausfinden würde, wie die Flöte funktioniert so richtig. Also ich habe beim ersten Song
habe ich das, wie gesagt, ich will es mir gescheit anhören, weil ich finde es so nice und der erste Song hat mir gute Vibes gegeben. Ich finde dieses Hauptmotiv, finde ich ein bisschen übertrieben, also wie oft es benutzt wird und so, aber wenn man genau hinhört, merkt man, dass es sich auch entwickelt so ein bisschen über das Ding hinweg und mich würde es nicht wundern, wenn der das einfach One Take, weißt du, was ich meine, wenn der das so in einem Take diese Hauptstimme quasi, diese Hauptflötenstimme da eingespielt hätte, aber ich finde es gut, also ich finde es wirklich gut, weil du merkst, es geht was ab, im Hintergrund auch und so, es passiert die ganze Zeit was, es ist super gut, ich hoffe, dass irgendwie insgesamt so ein Dramaturgiebogen dann doch irgendwie drin ist, vielleicht nehme ich es aber auch viel ernster als jeder andere jetzt. Ich habe auf jeden Fall Bock, Mann. Ich find's geil. Da geht ein Typ einfach ins Studio und macht genau das, was er fühlt. Und das ist unhatebar für mich. Und unhatebar. Vielleicht finde ich die Mucke dann scheiße oder so, aber ich find's viel geiler, als wenn da irgendjemand jetzt der neue Drake-Klon sein will oder so, weißt du? Zur Seite mit den Klonen. Ja, auf jeden Fall. Ja, macht euch selber ein Bild, zieht euch das Album rein. New Blue Moon oder wie heißt das? New Blue Sun. New Blue Sun, genau, nicht Moon. New Blue genau. Sun. Zieht euch das apropos Drake, Blaze, wir gehen gleich weiter. Ja, Drake hat ein neues Album oder eine Neuauflage seines Albums rausgebracht. Scary Hours 3 Edition von dem For All My Dogs Album. Aber ist der gleiche Zinnober, nur einfach ein paar Bonustracks drauf, ne? Genau, so sieht's aus. Ich hab's nicht gehört. Ein paar Bonus... Es gab ja, das ist ja eine EP-Reihe von ihm, die wo eigentlich nicht schlecht war, die letzten zwei. Also zwei hat mich auf jeden Fall, fand ich richtig gut. Der Lil Baby Track und auch der Rick Ross Track waren richtig gut. Ich habe mir die drei noch nicht reingezogen, werde ich mir jetzt tun, auf jeden Fall. Ja, ich denke auch. Und dann werde ich nochmal hier eine Resonanz geben in der Show. Da würde ich jetzt auch nicht gar nicht so viel mich aufhalten. Ich würde jetzt, ich sehe gerade, wir haben noch einen deutschen Künstler und einen amerikanischen Künstler. Haben wir über den Deutschen überhaupt so viel zu sagen? Sollen wir da noch eine Woche was sammeln? Ja, lass eine Woche noch was sammeln. Ich genau. Verschiebe es. Ich will gerne über Diddy reden. Ja, was ist los mit Diddy? Ich habe keine Ahnung. Diddy wird von seiner Ex-Frau verklagt, die keine geringere ist als Cassie. Me, New Cassie. Ah, okay, krass. Ex-Freundin, sorry, nicht Ex-Frau, Cassie. Und zwar jahrelange häusliche Gewalt, Vergewaltigung, behauptet sie auch, dass sie gezwungen wurde von ihm zum Sex mit anderen Leuten. Und da hat sie ihn jetzt verklagt. Aber ich habe jetzt auch hier gerade brandneue News und da steht, dass sie sich außergerichtlich geeinigt haben. Das haben beide Parteien im öffentlichen Statement erklärt. Ne? Nice, also die Beweislast war wahrscheinlich Ding. Ja. Und sie hat halt auch ihm gedroht, dass sie, wenn er nicht 30 Mille zahlt, dass sie halt mit einem Enthüllungsbuch alles erzählen und erzählen oh, wird. Oh je, Mine. Ja, aber wenn er halt sich halt, also ich denke, er hat was zu befürchten gehabt, wenn er ihr außergerichtlich was zahlt, oder Tosa? Ja, das denke ich auch. Also Diddy ist ja sowieso im Fokus der Behörden, also jetzt nicht nur wegen dieser Sache, auch wegen dem Tod Tupacs. Ja, ist wieder, ja, da ist wieder Dings Leben reingekommen in die Nummer, ne? Da ist ja jemand verhaftet worden, der war ja schon seit Jahren irgendwie als der Mörder von Tupac. Kifidi gehandelt wird. Er ist jetzt vor Gericht und er belastet sehr stark Diddy, dass der Auftrag von ihm kam. Und auch ein Snoop, nee, 50 Cent, sorry, nicht Snoop. 50 Cent hat auch gemeint, also einfach so aus dem Nichts gemeint, es wäre, glaube ich, besser, wenn sich Diddy ein gutes Anwaltteam zusammenstellt. Oh. Hat jetzt nicht gesagt wegen der Kifidi-Sache, sondern einfach nur dieses Statement gebracht. Ich glaube, es wäre besser, wenn Diddy sich langsam ein gutes Team zusammenstellt an Anwälten. Ja, aber lass uns mal hier den, ich mache hier mir eine Notiz, Diddy, dass wir da hier mal den Fokus drauf behalten, weil da könnte sich auf jeden Fall noch was entwickeln und da könnten wir dann direkt unseren Zuschauern berichten. Vielen ist ja Diddy noch bekannt als Chef von Bad Boy Records, als der Entdecker von Biggie. Wen hatte er noch? Wie hieß der Biggie-Ersatz? Bad Boys. Shine? Ja, das war ja kein Ding als Biggie-Ersatz. Sollte das nicht der Biggie-Ersatz werden? Wusstest du, dass Machine Gun Kelly auch auf Bad Boy war? Ja. Wusstest du, dass French Montana auch auf Bad Boy war? Ja, das wusste ich auch.
Nice, auf jeden Fall. Ja, 90er, Anfang 2000er hat auf jeden Fall Bad Boy auch vieles dominiert, sei es auch mit ja, Bond 12 und ich glaube Jagged Edge und so, die waren doch auch alle auf den, nee, Jagged Edge war So So Def, sorry. Entschuldige. Ja, auf jeden Fall, wir gucken, was, wie sich das entwickelt, das Ganze hier mit Diddy. Was haben wir hier noch auf der Liste? Ich glaube, wir sind durch mit Mucke. Wir sind durch mit Mucke. Also wer nur Interesse hat an Musik, der kann jetzt abschalten. Genau, der kann dann jetzt abschalten, weil jetzt kommt der bisschen privatere Shit von uns beiden. Ich hatte letzte Woche Toaster geschrieben, Help, USA-Flagge. dass ich außergewöhnliche Ereignisse in meinem Haushalt festgestellt habe und ich ein bisschen Angst habe. Bist du so anfällig für so Paranormal Activity Shit? Eigentlich nicht. Das ist aber ein geiles Thema. Hattest du schon mal mit Geistern zu tun? Lass uns mal anfangen mit dem Thema, glaubst du an Geister, Toaster? Glaubst du, dass es irgendwas gibt, so in der Art Geister, Leben nach dem Tod, hier und da? So nee. Nennt man das Überirdisches? Ja, ich glaube ja. Außerirdisches ist was anderes. Nee, überirdisches Zeug, glaubst du an sowas? Ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht, was alles da runterfällt. Hast du mal irgendwas, wo du dachtest, wo du dir es nicht erklären konntest, warum, wieso, weshalb das jetzt so ist? Ja, natürlich. Hast du da irgendwas auf Lager? Ich bin kein schlauer Mensch, Blaze. Wenn ich den Wasserkocher anmache, dann fängt bei mir das Hirn an zu rattern. Okay. Hattest du da mal was? Nee, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich mache mir über viele Sachen aber echt auch keine Gedanken. Nee, ich glaube nicht. Keine Ahnung, ich vertraue darauf, dass das alles seine Richtigkeit hat. Okay, bevor ich jetzt zu den zwei, drei Sachen, die letzte Woche bei mir passiert sind, rübergehe, würde ich gerne mal eine Story aus meiner Kindheit erzählen und würde gerne mal dein Urteil oder hören, was du darüber denkst. Okay. Oster. Also ich war da noch ziemlich klein, es war auf jeden Fall Grundschulzeiten. Ich war da bei meiner Tante in der Türkei zu Besuch, ne? So geil, dass halt auch diese Ghost Stories immer irgendwie in der Türkei passieren, ne? Also frag jeden Türken, den du kennst, jeder hat eine Ghost Story von seiner Kindheit am Start. Okay, hundertprozentig. Wenn nicht, dann kriegt er den türkischen Pass entzogen. Auf jeden Fall, ich war bei meiner Tante, ne? Und die hatten einen Vermieter. Also es war so ein zweistöckiges Haus. Meine Tante hat im Erdgeschoss gewohnt und die Familie, die wo das Haus gehört hat, die haben oben gewohnt, ne? Und die hatten einen Vermieter. Der war schon auch schon ein bisschen älter, der war schon so 80 oder so und dann irgendwann ist er halt verstorben, aus einem natürlichen Grund, ne? Natürliche Todesursache ist er verstorben. Dies, das und ich war halt in der Zeit, wo das so alles passiert ist bei meiner Tante und ich hab das so alles mitgekriegt, der wird abgeholt, hier und da, dies, das, Ananas, Beerdigung. Ja. Und dann, die hatten einen Garten, so ein vor dem Haus, ne? Vorgarten. Ja. Und da haben dann die Kinder so eine Tasse Mokka, so diesen türkischen Kaffee. Ja. Weil da war so eine Sitzgruppe und da war der Typ halt auch immer gesessen und hat da halt immer so gechillt. Ne? Das war so sein Ding, so im Garten, schön, frische Luft, Kaffee trinken. Kann sehen, was abgeht auf der Straße und genau, so. Genau. Und der hat halt gern Mokka getrunken. Und da haben seine Kinder halt, haben ihm dann nach seinem Tod, die erste Nacht war das, einen Mokka hingestellt, ne? Ja. Ja. Da haben sie gemeint, sein Geist wird kommen und das trinken und so. Mhm. Hey, Bro. Halt's Maul. Hey, Bro, Halt's ich schwör Maul. Nach zwei Stunden ist die Tochter dahin und hat leere Ding, Mokka, ihr Glas, Tasse geholt. Das hat mich übelst, ich hab halt voll die Filme geschoben. Ich war da vielleicht 8, 9 oder so. Ich hab übelste Filme geschoben. Ich weiß halt nicht was. Also ich denke jetzt nicht, dass sie hingegangen ist, hat es weggeschüttet und ist zurückgekommen, hat gemeint, ja, der hat es ausgetrunken. So. Ne, weißt du, was ich meine? Aber weil die waren auch voll Ding so. Also die waren einerseits voll überrascht, aber einerseits war es für die auch voll normal so. Vielleicht Ding, so wie Weihnachtsmann, weißt du? Ist ja auch für alle klar. Ja, es hat schon verschickt. Nee, kein Plan. Bro. Vielleicht gibt es Obdachlose. Gibt es Obdachlose in der Gegend? Bro, das war im Vorgarten, da kommt keiner rein, das ist alles umzäunt und wir sitzen, also das war direkt vor unserem Balkon von meiner Tante, also das sieht man, das war... Also nicht, dass einer vorbeiläuft zum Beispiel und trinkt dann oder das, so. Das schließe ich komplett aus. Ja, keine Ahnung, Blaze, ich weiß es nicht, aber ich denke halt irgendwie, also
vielleicht, wenn jemand zuhört und der ist Physiker, also irgendwie muss ja diese Sache, die ganz normal irdisch am Start ist, nämlich dieser Mocker, der muss ja irgendwo hin verschwinden. Wie funktioniert das, wenn ein Geist den Mocker trinkt, ist der Mocker dann auch Geist oder ist der Mocker dann... Was lachst du mich aus? Nee. Gute Frage. Ist der Mocker dann auch Geist oder schwimmt der dann so? Weißt du, was ich meine? Schwimmt der dann so? Ich weiß es nicht. Keine. Ja, okay, Blaze, pass auf. Das war deine Story und so bist du dann spirituell geworden. Ich habe noch eine. Okay. Noch eine Kindheitsstory. Der Onkel von meiner Mom, okay, der hatte so in der Stadt drin, da wo diese ganzen Läden sind, so ein Teestübchen, oder nennt man das? Ja. Da wird halt Tee, Kaffee und da die ganzen Händler und alle Ladenbesitzer dort, die rufen dann bei ihm an, sagen, ey, zwei Tee, zwei Kaffee und so. Die bringen, und dann wird es dann halt am Ende des Monats so abgerechnet, ne? Also weil okay. Die hatten damals zu der Zeit nicht jeder eine Küche irgendwie in dem Laden drin oder so. Ja. Und der Onkel von meiner Mom, der war halt voll der angesagte Typ, so, der hat sich mit jedem da drin gut verstanden und so, hat auch jeden da drin gekannt und der ist dann halt gestorben. Und sein letzter Wunsch war es, also der war dann auch krank, ne? Und sein letzter Wunsch war es, hat er dann auch so geäußert, kurz bevor er gestorben ist, dass, wenn er stirbt, dass sie ihn so nochmal das letzte Mal so durch diese Einkaufspassage mit dem, entweder mit dem Leichenwagen oder mit dem Krankenhaus, am Ende ist es mit dem Krankenwagen dann passiert, dass er da nochmal durchfahren, ne? Okay. Das war so sein Wunsch, hat er geäußert. Und dann haben die denn mit dem Krankenwagen. Haben die den da durchgefahren und als er dann so in die Straße rein ist, in diese ist die Sirene vom Krankenwagen angegangen und die haben das Ding nicht mehr ausgeschaltet gekriegt. Ja, okay, das könnte technischer Defekt vielleicht oder irgendwas. Oder? Und dann haben die halt gemeint, und ich war da auch voll klein, ich war da vielleicht, da war ich ein bisschen älter, okay, 10, 12 war ich da, okay, und dann haben die gemeint, ja, der wollte sich nochmal verabschieden von seinen Homies. Ja. Weißt du, was ich glaube, wie das funktioniert? Weißt du, was ich glaube, wie das funktioniert? Also diese Dings, wie das für Leute funktioniert und logisch wird. Pass auf, meine Erklärung ist, ja, es könnte sein, dass XY und dann so und so und ganz viel vielleicht und es besteht eine 20%ige Chance, das. Und der andere sagt, ey, nee, das ist ein Geist. Weißt du, was ich meine? Ich habe so, meine Antwort ist mit so ganz viel vielleicht und der andere hat halt eine definitive Antwort. Ey, da und daran liegt's. Ja, okay, stimmt, macht Sinn. Und wenn ich das sage, dann muss ich halt ganz oft vielleicht benutzen und hin und her und bin mir nicht sicher und so, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber es könnte ein technischer Defekt gewesen sein, Blaze. Okay, was diese Woche komisch war. Okay? Ja, was war diese Woche? Ich habe PlayStation gespielt, vor dem Schlafengehen. Dann habe ich meinen Controller ans Ladekabel angeschlossen und hab so auf den Tisch. Und der Controller war ziemlich mittig. Also der stand jetzt nicht an der Kante oder sonst irgendwas. Ja. Er stand ziemlich mittig auf dem Tisch. Ja. Und auch in der Reichweite, also auf dem Sideboard, jetzt nicht auf dem Ding, sondern auf dem Sideboard, sorry, ich korrigiere mich. Und auch in so einer Lage, wo der Hund nicht drankommt oder so, ne? Ah, okay. Und der Hund lag auch neben mir im Bett. Und auf einmal hat es dann nachts geknallt. Bam! Hat's gemacht. Und dann ist so, hä, was war das? Und Rocky dann auch gleich gebellt und so, direkt neben mir, also er war nicht weg. Und dann bin ich ins Wohnzimmer gelaufen und der PlayStation-Controller lag mitten im Wohnzimmer auf dem Teppich. Also so zwischen runtergefallen Teppich und halt. Runtergefallen, vom Kabel getrennt und runtergefallen. Und so 1,5 Meter weg von dem Ort, wo er stand. Vielleicht Update und dann vibriert und denkst. Okay, ja, das habe ich mir auch gedacht. Aber PlayStation, weißt? War komplett ausgeschaltet. Aber halt vielleicht, nicht definitiv. Das ist genau, PlayStation war komplett ausgeschaltet und bei der PlayStation 5, wenn du ein Controller-Update machst, muss der Controller an der PlayStation verbunden sein. Verbunden damit der Akku nicht leer geht und der Controller am Arsch geht. Ja. Wie wäre es mit Erdbeben? Ja, könnte möglich sein. Und Erdbeben? Jetzt gehen wir einen Tag weiter, Toaster. Oh. Es ist halt jetzt die letzte Woche öfters vorgekommen, dass Rocky einfach irgendwas angebellt hat, nachts. Einfach so aus dem Nichts. Und wir haben ihn jetzt schon seit 6 Monaten oder so und das hat er noch nie gemacht. Und er hat einfach irgendwas in der Dunkelheit angebellt. Immer so in der Richtung Tür. Ich werde dann sowieso gleich immer wach und ich habe nichts gehört. Und ich habe ihn auch nicht ruhig gekriegt, ne? Hey Blaze, wenn es ein Geist ist, was glaubst du, was es für ein Geist ist? Ey, wir haben eine Vermutung. Weil ist es vielleicht so Indianerfriedhof? Nein, 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 nein.
Wir haben eine Vermutung. Ich weiß nicht, ob ich das hier aus datenrechtlichen Gründen hier. Okay. Weißt du, was ich meine? Kannst du so anonymisieren vielleicht? Es ist jemand, der wo hier im Haus gewohnt hatte. Okay. Und ist noch nicht lange verstorben. Und so dieses Haus war sein Ein und Alles. Der hat sein Leben, der hat dieses Haus gekauft als Ruine, komplett renoviert, alles auf selbstständig und so. Oder er ist noch nicht fertig vielleicht mäßig. Und deswegen ja, ich denke jetzt nicht, dass der nachts um drei kommt und will noch Fliesen legen oder so. Ich nee, denk, dass der aber er hat so noch nicht abgeschlossen mit seinem Haus und deswegen ist sein Geist noch nicht zur Ruhe gelangen und so. Sowas, also mir vermuten sowas. So. Okay, das würde dann aber bedeuten, das fände ich romantisch, wenn es so wäre, ein bisschen auch. Das würde aber bedeuten, dass du das bläst. Du musst es fertig machen. Nix, ich mach gar nichts. Bald ich kein Cent. Nee. Oder du musst ausziehen. Aber das Ding war, dass wir halt sehr gut mit ihm waren. Also ja. Wir waren sehr gut, wir haben sehr gut verstanden und so. Ja, ich merke es, der schmeißt seinen Controller runter nachts. Ja, vielleicht ist er ja dran gestoßen nachts, aus Versehen im Dunkeln. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie jetzt die Nachtsicht von Geistern ist. Aber deswegen vermuten wir auch, dass der im Guten kommt, ne? Weißt du, was ich meine? Ja, ja, dass der uns nichts Böses will und so. Und des Weiteren dann, der dritte Tag war dann so, dass ich, da war ich auch gerade mit euch Jungs hier am Rumblödeln in der Gruppe, in der WhatsApp-Gruppe, und haben uns irgendwelche dummen Sachen. Und dann habe ich die Spülmaschine ausgeräumt, was man so als guter Ehemann macht, ne? Ja. Als guter Boyfriend-Ehemann räumt man die Spülmaschine aus. Habe ich gemacht und wir haben dann so einen zweilagigen Schrank. Nennt man das zweilagig? Ja, oder? Weiß nicht. So, die untere Lage ist so Ding, Kaffeetassen, und oben sind dann so Gläser und so Zeugs, ne? Ja, ja. Und ich habe unten die Kaffeetassen eingeräumt und dann ist oben ein Glas, was auch nicht irgendwie an der Kippe am Rand stand, so runtergefallen auf meinen Kopf und dann auf einen Teller, was unter mir, also vor mir stand, und hat den Teller kaputt gemacht. Also ich konnte mir nicht erklären, wie das Glas da auf einmal rausgefallen ist, weil ich habe nichts in der oberen Etage gemacht und das Glas war nicht irgendwie an der Kippe oder am Rand oder sonst irgendwas. Ey, gibt es denn so Geisterjäger, die dann kommen mit so Wünschelrute und... Ghostbusters oder wie? Die deutschen Ghostbusters. Ja, die deutschen Ghostbusters. Auf D-Max oder so gibt es so Ding. So Dudes. Kennst du Knossi, Sido und so, die haben doch mal dieses Geist-Special gemacht in dieser Geistervilla. Keine Ahnung. Diesen Twitch-Stream, wo dann ein paar Tage lang ging, in so einer Geistervilla mit Money Mark und so. Und da war auch so ein Typ dabei, oder so zwei Typen, die auch so irgendwie Geister aufspüren konnten und so. Ganz kurz, warte mal, ich muss ganz kurz niesen. Entschuldigt das bitte. Ja, keine Ahnung, Leute. Denkt ihr das? Glaubt ihr das auch? Mit Geistern und so? Habt ihr sowas auch? Ich weiß, dass es bei uns im Freundeskreis, also im erweiterten Freundeskreis, gibt es jemanden, der auch ganz hart auf dem Film ist. Und daran glaubt. Und auch ein Kumpel von uns hatte schon mal solche Begegnungen im Studio. Eindeutige okay. Natur. Nice. Ja, nee, also ich meine, ich würde nice in dem Sinne, dass ich mir das gerne anhören würde. Ja, ja. Können ich weiß jetzt nicht, ob die Situation so nice für ihn war da, jetzt in dem Ding, aber... Das weiß ich auch nicht mehr genau. Ich weiß aber nur, dass es eine gab und das war ziemlich, ziemlich übel. Aber ja, keine Ahnung, können wir ja mal, wir checken ihn später mal ab. Leute, genau. Dings, sagt uns, was ihr davon haltet. Also ihr merkt, bin nicht so ganz überzeugt, also, Mann. Ihr schreibt uns so viel Sachen, also uns wird auch viel geschrieben, ne? Aber das sind halt so Sachen, die wir uns interessieren würden. Macht da mal, kommt da mal aus eurer Komfortzone raus und schreibt uns mal. Das würde mich nämlich sehr interessieren und vielleicht können wir, also Toaster hat jetzt hier versucht, mit logischen Erklärungen hier mir zu helfen. Ja, ist der Blaze nicht für empfänglich. Ich bin eher dann der, wo dann übertreibt und sagt, oh, Ding. Und der Toaster erklärt dann, ja, Ding, Update, Drücker vibriert, runtergefallen. Bei mir, safe, Geist, immer Geist. Also bei mir kommt die Antwort immer safe. Verflucht. Schreibt uns mal. Ich würde es gerne wissen, weil ich würde es gerne einschätzen können, wie viele Leute wirklich, glauben Leute, ich höre ja auch immer, dass voll viele Leute an so übernatürlichen Shit glauben und so. Ich bin gespannt. Ich weiß es nicht. Guck mal, sowas kann ich nur verstehen, aber kennst du so diese Astrologie? Leute, die verstehe ich halt gar nicht. Wie Astrologie? Jock, Jungfrau, Eigenschaften, so, ist nicht gut mit Skorpion und so, das ist... bin ich nicht, ich weiß, zu. Was weißt du von Astrologie, Blaze? Ich habe keine Ahnung, ich weiß gar nichts. Ich kenne mein Sternzeichen. Ja, ich kenne meins auch. Da hört es dann auch schon wieder auf. ich kenne das Sternzeichen von meiner Mom, die hat gerade ein paar Tage nach mir Geburtstag.
was das Gleiche ist dann halt. Aber keine, ey, kein Plan. Ich kenne mich nicht aus mit Sternzeichen und so. Ich bin da gar nicht drin. Nee, ich will straight up Ghosts. Aber ja. Ey, ich guck ja, gerade, nice. Blaze, was hier noch auf dem Zettel ist und so. Ey, du musst 10 Sekunden freestylen. Ich bin sofort wieder da. Ich muss kurz mir ein Taschentuch holen. Okay. Weil ich erinnere mich auch gerade, dass letzte Woche gab es so dieses Ding, erzählt euch mehr. Und ich habe letzte Woche so Seelenstriptease gemacht. Und habe so die peinlichste Sache aus meinem, also eine peinliche Sache aus meinem Leben erzählt. Und ich denke, dass es eigentlich dann an der Zeit wäre, dafür, dass der Blaze das heute macht. Einfach, dass hier Level Playing Fields, dass ich nicht der Einzige bin, der einen Seelenstriptease macht. Was denn? Was geht's denn? Ich habe gerade erzählt, dass wir letzte Woche diese Erzählt euch mehr gemacht haben und du eigentlich diese Woche deinen Teil dazu beitragen wolltest. Das war sehr peinliche Geschichten. Ich würde lieber gibt es die Option, dass ich eine neue Karte ziehe? Oh! Und wir das einfach bei deiner peinlichen, weil ich hätte jetzt auf Anhieb keine peinliche Story am Start. Dann zieh ich eine. Also es ist nicht so, dass mir noch nie was Peinliches passiert ist. Nee. Ich kann ganz kurz erzählen, ich habe mal im Club auf 18,9 Promille auf die Tanzfläche mich übergeben und hab dann einfach weitergemacht, als wäre nichts passiert. Ist es aufgefallen? Ich glaube nicht. Also, ein Kollegen, der wohl auch hier zuhört, wahrscheinlich, der hat es gesehen, hat sich auch den Arsch abgelacht, aber ich hab das halt so richtig geil, so überspielt. Also richtig überspielt. Nice. Geil. Und dann selber sagen, wer war das? Und dann so halt so Dance-Moves, so 3 Dance-Moves gemacht und so 3 Meter weiter weg, dass ich dann in der Kotzerin stehe. Geil. Aber auch voll safe, Klamotten nicht betroffen und so, weißt du. Das war assi safe. Okay. Blaze, komm, gib mir eine Karte. Okay, ich ziehe jetzt eine Karte. Ja, und dann ich würde sie auch selber beantworten als erstes und dann du, okay? Nee, nur du. Nur ich? Nee, das geht nicht. Ich hab, letztes Mal hab doch auch nur ich. Was ist dein Lieblingsgeruch und was verbindest du mit ihm? Boah, das ist eine geile Frage. Es gibt so... Das sind so Essensgerüche, würde ich mal sagen, aus der türkischen Küche. Da verbinde ich halt meine Kindheit so, wenn man nach Hause kommt nach der Schule und Mama hat gekocht. So, das ist halt so ein geiles Geruch. Da gibt es aber auch ein Parfüm, was meine Mutter halt schon seitdem ich denken kann, verwendet. Das Dolce & Gabbana ist das. Light Blue oder irgend sowas heißt das. Oder Blue oder irgendwas. Das ist halt auch so, wo halt so ein bisschen mich so an meine Mama so und Family, da werde ich halt auch so ein bisschen so sentimental. Ansonsten ein geiler Geruch. Wäre bei mir genau das gleiche. Also es wäre auch sowas irgendwie, keine Ahnung. Was verbindest du mit ihm? Ansonsten wäre es wahrscheinlich auch Essen. Also ich bin schon mit Essen bin ich schon gut zu catchen und zu beeindrucken. So. Das wäre halt auf jeden Fall was. Aber das ist jetzt so kurz beantwortet. Bei dir wäre es wahrscheinlich das Gleiche, ne? Also bei mir wäre es auch irgendwas, was dann irgendwie... Wir sind ja auch so beide Mummies Boys, ne? Bei mir wäre es dann irgendwie... Ich glaube, es wäre vielleicht eher so Oma. Ja, oder Oma, ja. Also keine Ahnung. Ja, bei mir ist halt das Problem, dass die Mom von meiner Mom ist sehr früh gestorben. Also meine Mom war da selber erst 15. Die hatte ich halt, die habe ich nie kennengelernt und Oma und Opa vaterlicherseits sind halt immer in der Türkei, nur einmal im Jahr gesehen. Ne? Ja, ja. Deswegen habe ich halt, da beneide ich aber, also das ist jetzt auch ein bisschen persönlich so, aber dafür sind wir auch da natürlich, wir wollen ja nicht nur irgendwie lustige Dinge, aber dafür beneide ich auch, also oder habe halt früher auch viele so beneidet, dass ich diese Relationship zu meinen Großeltern nie so richtig hatte. Ne? Dass Omas und Opas greifbar sind. Ja, und Opa nicht eine Straße weiter gewohnt hat. Ne? Ey, das ist zum Beispiel was, das habe ich auch immer beneidet, bei mir ist es so, Oma und Opa waren immer so 30 Kilometer, ich meine, das klingt jetzt, wenn wir so alt sind, weißt du, was ich meine, wir haben alle Führerschein, das klingt jetzt nicht so mega weit. Weißt du, ich meine, nee, ich hock mich ins Auto und bin in einer halben Stunde da. Aber als Kind, ich habe alle beneidet, die einfach Dinge nach der Schule statt zu den Eltern zur Oma gelaufen sind. Weißt du, was ich meine? Ja. Brutal. Weil war bei uns halt nicht so. Ja. Aber ja. Nee, bei mir war es auch irgendein Geruch, der mit Essen wahrscheinlich. So wie es halt riecht, wenn du halt in die Küche kommst. Okay, weil das jetzt so, weil wir das so schnell abgearbeitet haben, würde ich gerne noch eine machen. Zieh eine. Und würde ich gerne, dass du zuerst beantwortest und dann beantworte ich. Okay.
Die Biografie, welches deiner Verwandten würdest du am liebsten lesen und warum? Oha. Ist nice, ne? Ich glaube, die Sache ist, es gibt jetzt zwei Antwortmöglichkeiten. Jeder hat diesen geilen Onkel. Weißt du, was ich meine? Du weißt, so, vielleicht ist es kein Onkel, wisst ihr, vielleicht ist es irgendwie ein Cousin oder bei euch dann, aber ihr wisst, was ich meine. Onkel, der wohl Nutten geprellt und Koks gezogen hat. Ja, genau. Und, das, und den Vater verarscht hat. So. Oder halt, keine Ahnung, die Biografie von jemandem, der sehr, sehr nah an einem ist und wo man eigentlich denkt, man kennt alles, aber man wüsste gern, war es in Wirklichkeit dann auch immer so. Und ich glaube, bei mir wäre es dann in der Tat, wäre es dann die Biografie von jemandem weiter weg. Ich glaube, bei mir wäre es irgendwie die Biografie von meiner Oma, glaube ich. Nee, die Biografie von meiner Uroma würde ich gerne lesen. Die Dings, die halt hierher gekommen ist mit meinem, also hier nach Deutschland gekommen ist mit meinem Opa und so. Weißt du, was ich meine? So genau, das Gleiche auch bei mir. So solche Storys dann. Der Vater von meinem Vater, der war ja der Erste von unserer Familie in Deutschland. So die Story von ihm, warum er sich überhaupt für Deutschland entschieden hat, wie die Situation damals für ihn war und als er dann neu hier war. Halt früh, also ich kenne ja so ein paar Stories, dass die hier so hier in Waldorf sind die zu Heidelberger Druck gekommen, damals in den 70er, early 70s. Und da gab es dann halt auch diese Baracken, ne, wo die dann so diese Arbeiterbaracken, die hatten ja auch am Anfang, glaube ich, gar keine eigene so Unterbringung halt, wo die dann so 50 Leute dann da Ding. Dadurch kennen sich ja auch noch viele. Das war ja auch Dings, war ja auch eine Zeit. Ich glaube, das hat das, also korrigier mich, wenn du das irgendwie anders wahrgenommen hast, aber ich glaube, das war ja auch ein Swag, so wie die rübergekommen sind. Also der Swag, mit dem die rübergekommen sind, war ja auch scheißegal die Unterbringung. Yeah. Weißt du, es gibt Arbeit, Alter. Es gibt Arbeit und ich kann mit dem Geld, das ich dort verdiene, da wo ich herkomme, was bewegen. Ja, ich kann halt. Und neue Lebensumstände schaffen. Das war ja auch das Ding so, dass jeder halt mit der Absicht gekommen ist, dass wenn ich hier in Deutschland 3-4 Jahre arbeite, mit dem Geld mir ein Auto und ein Haus kaufen kann, wofür ich wahrscheinlich in der Türkei 20 Jahre arbeiten müsste. Genau. Ne? Dann irgendwann hat mein Vater ist auch ziemlich früh nach Deutschland gekommen. Mein Vater war 15, 14, als er nach Deutschland gekommen ist. Und dann halt irgendwie Opa irgendwann zurück und dann Vater da geblieben. So, aber von meinem Opa, so die Story hätte ich schon gern gehört. Also ich kenne jetzt schon vieles, aber ich denke mal, wenn man es direkt von der Quelle erfährt, ist es nochmal nicer, vor allem auch, weil viele sagen, dass ich so eins zu eins die Kopie von ihm bin. Ah, geil. Auch vom Aussehen und so Verhalten und so, mein Vater und auch viele meiner Verwandten sagen, Ding, brutal. Also wenn du so, allein wie ich laufe und so der Stil, alles eins zu eins so der Ding. Geil. Der Vater von meinem Vater. Ja, wieder ja, Deep Dive, heute, Alter. Ja, ich habe heute viel Persönliches ausgepackt. Ne? Ja, das wenn ist, jetzt demnächst irgendwie jemand einen Diss-Track schreibt, habe ich viel Ding geliefert. Oha. Ja. Mach mal deine meine Maus woanders hin. Ich gucke gerade, was noch so auf dem Dings ist. Wir haben jetzt schon über eine Stunde. Gibt es noch irgendwas, was wir abackern müssen, Blaze, von der Liste? Ich würde gern meine Beobachtung und noch kurz in die Replikas, dann werden wir für heute durch. Okay, alles klar. Blaze, was ist deine Beobachtung? Ja, es ist ja auch so eine beliebte Rubrik von mir gewesen, dass ich unter der Woche mal so Sachen erlebe und Sachen sehe und darüber gern mich aufrege und das triggert mich. Und zwar habe ich Folgendes, also ich war beim Friseur, also nicht um meine Haare zu schneiden, sondern mein Friseur war im Urlaub und ich bin einfach rein und habe einen neuen Termin machen wollen. Ne? Und dann ist mir was aufgefallen, während ich so auf ihn gewartet habe, der hat gerade jemand geschnitten, war jemand auf diesem Friseurstuhl und er hatte seinen Sohn dabei, der war Grundschule vielleicht und der ist halt nicht so ruhig geblieben die ganze Zeit immer und er war auf jeden Fall hundertprozentig Deutscher, das hast du ihm so auch angesehen, auch das Kind und hat halt Ding ja Baba 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 gesagt die ganze Zeit, ne, Baba okay. Baba und der Junge, der war vielleicht so Mitte 30, kennst du diese cringe'n Väter, die wo halt dann noch denken, die sind so noch voll in die sind am Zahn der Zeit, ne? So. Und der Typ hat so Baba Baba und dann hat mein Friseur ist halt voll der lockere Typ, der sagt halt alles, was er denkt. Also der ja, geil. Der schert sich um nichts. Dann hat er gemeint, ich weiß gar nicht, wie er heißt. Der hat gemeint, ey, das und das, du bist doch Deutscher, warum sagt dein Kind Baba die ganze Zeit? Und dann hat der Typ auf dem Stuhl so den Spruch gebracht, hat der,
der weiß halt, wer der Babo ist. So auf Haftbefehl angelehnt, weißt du? Weißt du, Chabos wissen, ja, wer der Babo ist. Der, so, der wollte so auf die Schiene bringen. Super, ne? Cringe. Und dann habe ich so, nee, Sven? Also innerlich gedacht, der weiß nicht, wer der Babo ist. Der hat gar keinen Plan, vor allem, wer der Babo ist. Vor allem nicht du. Der redet so, weil alle anderen 25 Kanackenkinder in seiner Klasse so reden. Wahrscheinlich daran liegt's. Und nicht, weil du der Babo bist. Sven. Ja. Ich habe mich so innerlich so aufgeregt, Alter. Sören. Sören, Alter. Denkt der, der ist der Babo, weil ich auf dem Friseurstuhl und er gibt Erklärungen ab. Ja, das war sowas, was geil. Mich aufgeregt hat. Dings, Blaze, erzähl mir, wie sehen die aus, die Väter, die denken, dass sie noch voll am Zahn der Zeit sind? Beschreib's mir mal ein bisschen, was tragen die machen, für Schuhe? Die machen Undercut noch und lassen sich so Strich reinrasieren. Kennst du das? So ja, diesen, für Seitenscheitel. So Seitenscheitel, diesen Undercut, Bro. 2014 hat angerufen, will seine Frisur zurück. Dings, was haben die für Schuhe an? Die haben entweder diese On Clouds, kennst du diese On Clouds, die wo jetzt voll in sind? Ja! Die, wo jeder sagt, Ding. Haben sie die an? Yeah, ja, doch, und ihre Frau hat die gleichen. Ja, oder so Skechers oder so. Skechers? Skechers. Okay. So diese Billo Ultra Boost Skechers. Aber On Clouds sind jetzt gerade, das sind die Billo-Schuhe. Also, On Clouds sind Dings, sieht man überall. Warum trägt jeder On Cloud? Ey, die sollen halt aber, guck mal, ich rede. Sollen brutal bequem sein. Ja, ja, sollen schon Ding. Also, wir hatten es hier im Haushalt auch schon viel drüber, ob wir das mal ausprobieren sollen. Viele sagen auch Ding, also hast du Ultra Boost? Nee, du hast kein Ultra Boost. Nein, aber ich stand schon mal drin und es ist übel. Ist übel und viele sagen, On Clouds ist nochmal ein Level up. Aber geil. Es ist halt, vom Style her ist es halt für mich so richtig diese Ding. Ja. Ich bin schon 35, aber denke, ich bin noch 24, ne? Deswegen. Ey, wenn du zuhörst hier gerade, lieber Zuhörer, sei nicht wie Sören. Sven. Und ich bin halt auch ein Ultraboost-Träger der ersten Stunde, auch Shoutout an MU und so. Also wir sind da die OG Ultraboost 1.0, wo noch nicht mal die Kontinentalsohle drunter war. Die ist dann erst im Nachhinein gekommen. Also da aus dieser Generation sind wir, deswegen sind wir auch, also denke ich mal, bin ich der Ultraboost-Ding so Ding. Aber ich habe schon mir zu Christina gesagt, ich würde gerne mal einen so im Schuhhandel mal so anprobieren, so ein OnCloud, ob der wirklich so krass ist. Gibt's die im Schuhhandel? Ja, also bei diesen, hier in der Stadt kennst du auch diese Schuhhändler? Schuhhändler. Sowas halt. Okay. Vielleicht auch bei euch in der Hauptstraße, vielleicht auch. Ah, OG. Ja. Vielleicht das nächste Mal nach Kerbe. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, was haben wir hier noch? Replikas, wenn wir schon mal beim Thema Schuhe sind, ne? Blaze, ich will Replikas, Mann. Ich will Jordan-Replikas. Willst du Jordan-Replikas? Ja, das ist so das neue Ding, ne? Ich hab's gerade im Toaster erzählt. Ich war letztens in der Stadt, da habe ich so vier Jugendliche gesehen. Die waren so auch zwischen 14 und 17. Dann habe ich, wie immer, halt meine Jordans angehabt. Dann hat der eine gemeint, geile Sneaker. Oder geile Schuhe. Und dann habe ich gemeint, ey, ihr habt auch richtig geile an. Weil die zwei von denen hatten richtig geile Vierer, die wohl halt auch eine Stange Geld kosten, wenn man sie jetzt nicht direkt für Retail kriegt. Ja. Und dann hat er halt, bevor der irgendwas gesagt hat, oh, danke oder so, hat er gemeint, ja, es sind Replikas. Was ist Replika, Mann? Du hast Fakes an. Ja, natürlich. Fake Jordan. Replika ist jetzt so das neue Begriff für die Leute, die wohl keine Ahnung haben, zu denen wird dann gesagt, das sind Replikas. Es gibt jetzt auch auf Instagram einen Typen-Toaster. Sorry, dass ich hier Double Time runterratte. Alles gut. Es gibt auf Instagram einen Typen, der macht so Videos, der verkauft Replikas, der hat eine Homepage und rechtfertigt es dann so. Ja, wieso für Originale so und so viel Geld bezahlen, wenn man Replikas haben kann, die am Ende des Tages aus der gleichen Fabrik kommen. Da, 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 bla, bla, bla. Und dann so Bilder so eingeblendet, so Stock, Stock-Videos von Schuhfabrik und so. und jetzt auf meiner Seite zahlst du statt, was weiß ich, was kostet ein originaler Vierer, ich glaube 220 Euro gerade. Statt 220 Euro zahlst du nur 179 Euro für die Replikas. Wow. Ja, voll viel halt, auf jeden Fall über 100 Euro. Also das ist auf jeden Fall Nike Money mit Fakes. Ja, und also das geht eine Zeit lang gut. Ich sag dir auch, da ist, wenn eine Zeit lang sich Leute dumm und dämlich verdienen damit. Mit Replikas. Und dann Fakes, irgendwann wird, sorry. Ja, irgendwann wird halt der Hahn zugedreht, ne? Ey Leute, und sagt doch einfach, dass ihr Fakes tragt. Das ist doch nichts dabei. Und das sind auch meistens auch Firmen, die aus dem Ausland agieren, wo dann in der Grauzone sind und so. Zum Beispiel in der Türkei gibt es auch diese ganzen Märkte, wo dann so dieses Fake-Zeugs, ne? Ja, ja, ja. Also die Marken wissen ja auch, dass es sowas gibt, aber können halt nichts machen, weil wenn die jetzt einladen, schließen, morgen öffnen dann drei neue. Ich denke, es gibt auch gut Marken, die das befeuern auch.
Meinst du? Ja, natürlich. Ich habe mal auf SWR oder so, habe ich mal gesehen, dass es dass Marken auch so Typen bezahlen, die wo dann so auf diese Märkte gehen und machen Beweisfotos und so und dann werden da Klagen und so. Also dann klagen die Firmen so. Aber okay. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es groß unterschiedliche Arten und Weisen gibt, wie man das handelt. Aber das ist ja so wie eine Pandemie, weißt du, was können die da bekämpfen? Höchstens 5%, wenn überhaupt. Ja, ne? Genau. Und nee, ich denke auch, dass für eine Marke, wenn eine Marke sieht, ey, okay, da laufen mehr Leute in meinem Produkt rum, das bedeutet, dass es mehr Leute gibt, die das kaufen wollen aus Gruppenzwang und so. Weißt du, was ich meine? Diese Filme, ich denke, dass es das auch geben kann. Und so. Ja, guck mal, ich habe aber irgendwann für mich selber, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich war jetzt auch mit den Homies und so öfters jetzt schon mal im Ausland im Urlaub und da haben wir auch früher mal Fake-Stuff gekauft. Aber was mir dann halt irgendwann aufgefallen ist, dass man nach zweimal Waschen das Zeug komplett in die Tonne kloppen ja, kann. Ja, natürlich, natürlich. Das ist natürlich so ein Ding. Also du bezahlst ja wenig. Also viel Zeug hat ja dann auch eine schlechtere Qualität und so. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich hasse Klamotten kaufen. Weißt du, ich will Klamotten haben und dann will ich die am liebsten 10 Jahre benutzen. Mir ist es egal. Ich scheiße auf Trends und so. Ich will einfach keine Klamotten kaufen gehen. Mich stresst voll, wenn was kaputt geht, weil dann muss ich neu kaufen. Ja, so sieht's aus. Also auf jeden Fall. Wie seht ihr das? Ist es für kauft euch okay? Ihr Replikas? Also auch voll viel, ich sag auch voll viele berühmte ja, tragen Replikas. Natürlich. Also so bei irgendeinem Rapstar kontrolliert keiner nach, ob die Rolex echt ist oder nicht. Ey, da gab es doch sogar welche, wo sie dann gibt es doch so Testgerät für Diamanten und so. Also irgendein Rapstar, der wo Millionen Follower hat, der wird nicht irgendwie am wie bei unserer Zeit im Schulhof irgendwie in den Kreis gestellt und sagen, ey, zeig mal die her, die sind doch fake und so. Also ich sag voll viele, also auch, wie hieß denn dieser Gucci Gang, der wo Gucci Gang gerappt hat und so. War das nicht Migos? Nee, Gucci Gang. Lil Pump. Der wurde auch irgendwo in New York oder so in so einem Juwelier, der wo Fake-Schmuck herstellt, wurde erwischt. Und da hat er sich aus Angst so unter der Theke versteckt und so. Da gibt es ein Video von. Ja. Wie der sich halt so Ketten... Aber das ist ja auch der kluge Move, Bro. Also, weißt du, was ich meine? Also, wenn ich jetzt wirklich... Also, ja, aber dann trag doch einfach bei Steve 200, Jobs weiße T-Shirts. Ja, aber bei 200 Euro Schuhen, da mache ich das Ding. Okay, ich kann auch die 15-, 14-Jährigen verstehen, gebe ich zu. 200 Euro, ich habe auch damals, ich kaufe mir jetzt auch jeden Scheiß, weil ich mir es damals nicht leisten konnte. Ne? Aber wenn es halt so eine 250.000 Euro Kette geht und es wirklich nur darum geht, die mal bei einem Auftritt oder irgendein Magazine-Shoot zu tragen, dann macht man sich halt Gedanken. Leih sie doch. Ja, leiht man sich oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall. Scheiß auf Fakes, Alter. Wie steht Leute, ihr zu Replikas? Ja. Feiert ihr das, wenn ihr am Antalya-Urlaub den ganzen Koffer vollballert mit euren Louis Vuitton-Sachen? Oder Westpack-Rucksack. Westpack oder sonstiges. Oder irgendwelchen Yeezy-Colorways, die es gar nicht gibt in echt. Das sind ja halt die ganz schlimmsten. Ne? Ich liebe das. Ich will unbedingt auch Louis Vuitton-Shirts, die es eigentlich gar nicht gibt und so. Ein sehr guter Kindheitsfreund von mir, den wo du auch kennst, du bist auch mit ihm so zusammen aufgewachsen, der hatte mal Fobo-Hosen aus der Tschechei. Geil, nice, feier ich. Fobo, und dann wurde er von uns halt so gedisst, dass die Mutter die oberen Teile vom O abgeschnitten hat, dass es Fubu war. Aber man hat gesehen, dass es vorher mal Fobo war. Shoutout. Also der Ding ist, wie nennt man das? Das Mobbing war... On fleek. Ey. Auf jeden Fall, wir haben jetzt wieder über eine Stunde wir haben guten Material. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Blaze, gib mir dein Dings jetzt, dein Song der Woche, Mann. Song der Woche. Ich habe mir gestern gerade einen auf die Playlist. Warte, einen Moment. Ich muss gerade mein Schallplattenspieler aus dem Keller holen. Findest du oder soll ich schon mal? Ja, mach mal. Mein Song der Woche ist, der Blaze hat mir ja gesagt, das Album ist gefloppt, mir ist es scheißegal, ich finde, der kann ruhig drauf. Mein Song der Woche ist Meek Mill und Rick Ross, Shaq und Kobe. Nice. Guck, nice. Nicht viel rumgeredet dieses Mal, Blaze. Okay. Ich würde vielleicht von einem Künstler, den du gar nicht kennst, aber ich feiere den Song hart. Ist, glaube ich, auch schon ein bisschen älter, der Song. Ich guck mal, von wann der ist. Ne, steht hier nicht drauf. King Lavish D. Speak My Mind. Aber okay. Du wirst den Song nicht unter King Lavish D, glaube ich. CML. CML, Speak My Mind. Aber der Künstler ist King Lavish D. Habe ich drauf. Was, Geil, was, Leute. Was, ich sehe auch hier gerade
Karikaturen sind gerade voll krass angesagt bei Ja, ich weiß, Covers, auch X-Wave und so. X-Wave und so, lass machen. Leute, wenn ihr das könnt, schreibt uns, wir haben Bock. Wenn jemand von euch zeichnen kann, meldet euch bei uns. Wir haben Bock. Vielleicht seid ihr demnächst, könnt ihr das Cover für Lanky Talks gestalten. Oh, das wäre nice. Das wäre übelst nice. Über die Bezahlung können wir auch reden. 2,50 ist noch drin im Budget. mein Name ist Toaster, mir gegenüber saß wieder Blaze the Dawn. Nächste Woche haben wir wieder keinen Gast am Start für euch, sondern sind wieder nur wir zwei Pappnasen da. Folge 95 würde ich jetzt mal hier so behaupten. Ja. Kannst du relaten? Nächste Woche Folge 96. Geil. Schaltet nächste Woche wieder ein. Wir wünschen euch einen schönen Start in die Woche. Bleibt gesund. Wenn ihr niest und hustet, nehmt die Hand vor den Mund. Es ist wieder Ill Season. Ill Season, geile Mixtape-Reihe von Fabulous nebenbei. checkt das aus. Ihr wisst Bescheid. Wir kommen nächste Woche, auch wenn ihr es nicht wollt. Lanky ist die Gang. Bang, bang.